Das ist die Melodie, das ist sogar scheiße. Und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, die ich also nach Spitz. Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört. Und zwar wie der gute alte Ronan endlich auf die Begrüße. Und dann hau ich dir auch noch eine rein. Auch noch eine rein. Mach mal einen Finger. Bisschen ihr Hefe da. Und jetzt will mit ihnen kalten Sackmutscher. Ich wollen hier räumen 20k Splitter. Ja. Und was kommt da so ein Typ, weißt du? Evo. Ja. Mein next Evo Held. Und, ich kann sogar seine Ausrüstung leveln. Oh, das mache ich gerne. Gleich mal ficken hier. Hey, komm schon. Abmachen bei 17 stoppt er. Aber alles angespart, muss man überlegen. Der ist alles angespart. So, Ronan ist die next Evo. Ich find's geil. Und ja Leute, das ist war, sag ich jetzt mal, kein kurzes Video. Aber ich wollte es mal so gesagt haben, es war ein kurzes Video. Ja, es war wieder flach wie meine Geburt. Ja, danke. So, wo war ich denn geblieben? Ach ja. Ja, wir machen jetzt noch die Dungeons. Wir werden jetzt unseren Ronan. Ja. Oh Gott, das habe ich seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ganz einfach, weil er mein kleiner Hurensohn ist. Nein, Spaß. So, Gold, volle Pulle. Zack, boom, wieder 2 Millionen. Alter, ich kann hier Gold kacken hier. Ich riech schon förmlich. Es kommt mir aus dem Arsch gekrochen, als wäre Satan meiner Mutter. Nee, Spaß. So, am liebsten würde ich jetzt noch eine Evo hinterher schmeißen, aber ich habe momentan keinen Helden dafür, um noch eine Evo zu machen. Die nächste Evo wäre dann im V raus. Also wie ihr sehen könnt, nach dem Level wird entweder der Beastmeister oder Captain Steinhardt. Und ja, Ronan, ganz ehrlich, du bist so ein kranker Typ, Alter. Weißt du das? 90.000 Leben. Das ist doch nicht mehr normal. Aber wir haben ihn wenigstens jetzt auf Evo gezogen. Und jetzt werden wir den Hurensohn noch ein bisschen leveln. Bitte. Oh, das sieht aber, die Macht auch richtig hoch. Hier mal wie so eine Tankstellenanzeige. Ich muss meine 800 Macht die wieder reinholen. Boah. Tankstelle. Oder der hat der schon auf 80. Ups, ich hab's ein bisschen übertrieben. So. Gering für mich. So. Wird jetzt bis 100 gerammelt. Ja, ich benutze wirklich die letzten Talentdinger hier, die ich dafür habe. Komm schon. Auf Ronan wurde mir empfohlen, dass er mit Kriegsgott ganz böse sein würde. Aber das Doofe ist, er hat jetzt einen 6er Berserker. Obwohl er mir mit 6er Basi sogar noch besser gefällt als mit, also mit einem Basi besser gefällt als mit einem Kriegsgott. Gut, mit einem Boywecker das Ding auch lustig, aber mal ehrlich, das Ding kann sich wiederbeleben. Er wird unsichtbar. Wenn er jetzt noch einen Boywecker drin hat, ist er unbesiegbar. Weil er für jeden Schlag, den er kassiert, kriegt er nochmal Leben oben drauf. Das ist doch einfach nur abnormal, Leute. Und? Na und würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, das ist krank. Zu OP. Na, zu OP jetzt auch wieder nicht. Ist einfach halt, oh scheiße, ich habe keine Karten mehr.
drauf geschissen, jetzt wird gerollt. Roll, 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 roll. Jetzt räumen wir einen Helden. Ach, IGG gönnt hier heute mal nicht. Ich habe gehört, hier soll ein Schädelkrieger vorbeikommen. Und es war eine Pixie. Und eine Orksbanner. Oh Gott, ich hab die doch alle schon. Gib mir den verfickten Schädelkrieger, du verblöde. Nein, du Fotze, Alter. Mann. Muss wohl wieder Geld investieren. Nee, das stecken, Alter. Ich komm morgen wieder. Nee. Geht ja nicht. Bin kastriert. Spaß. Oh, doch nicht. So, ich habe gehört, dass ich jetzt 100 Essenzen in Wohnungen reinfütter. Spaß. Oder doch nicht? Ich mein, oder doch nicht, Alter. Ich glaub, das hat mich gerade übelst ab. Aber mit 20.000 später, Leute, das ist abnormal. Bei Maike habe ich ja auch schon auf Evo. Ich glaube, ich habe meine ganzen Evo-Videos, glaube ich, auf YouTube, oder? Ich weiß es nicht. Also schon eine Ewigkeit her, dass ich die letzte Evo rausgefeuert habe. So, und seine Fähigkeit ist auf 8 mal die 9. Oh, füttern wir ihn damit. Dann damit. Wie spät haben wir es? Okay, ja, okay. Ich muss leider gleich beenden. Ja, gut. Es ist erstmal soweit alles erledigt hier in Castle Clash. Also, dass ich wieder Mana spenden muss, wie so ein Bescheuerter. So, ja. Fuck, ich habe keine Splitter mehr. Können wir das noch nicht machen? Können wir das schon mal machen? Oh, Aries, oh nein, der proppt mir alles weg. Gute Idee, Leute. Mir fällt gerade ein, wir könnten auch sonst einen Aries auf Evo ziehen. Also bis Stufe 10 und dann halt. Warte mal, ich habe da noch was im Postkasten. Ich habe da noch ein Buch. Meine, oh, Alter, ich bin so vergesslich, Alter. So, Attacke Hü. Jetzt gibt's aus Maul. Wir nehmen jetzt Michael, evolvierten Druiden, evolvierten Ronan, dann nehmen wir Beastmeister, Captain Stein Arsch und eine Kürbishexe und wenn es geht, nein, keine Ahnung, ist okay und los geht und werf einmal eine Granate und bam, ist das Ding instant tot. Ja, ich ist tot. Ja, Leute, das ist einfach nur geil. Ich habe meine erste Evo. Vor, keine Ahnung, Monat, 3 Monaten, 4 Monaten rausgebracht. Meine zweite Evo kam 1 Monat später, 2 Monate später. Und jetzt schreiben wir November und Ronan ist jetzt auf Evo. Darauf, wo ich richtig hammerhart gearbeitet habe. Der Held ist wirklich einfach nur geil. Nein, aber sicher. So. Na toll. Wo ist denn das Lagerhaus? Lagerhaus, hau die Jude raus. Hups, nicht vor Kleinkindern. So, dann wieder 3400 Splitter. Oh, das ist auch was ganz Gutes. Ronin, ja. Ich wohl, nein. So, 50 Splitter. Für meine Clan-Mitglieder. Ja, weil unser Clan ist gerade so richtig schön, der Abkack-Clan. Und ich suche ja auch einen neuen, schreibt unter den Kommis, in welchen Clan ich reinkommen könnte, wo ihr vielleicht einen Platz für mich hättet. Ich soll jetzt nicht sagen, dass ich einen Schlafplatz brauche, aber... Kleiner Fun-Effekt. Ja, aber sicher, ne? Und ja... Ronan, Ronan, it's easy Ronan. Haten. Gott, wenn ich das nicht sehe, Alter, dann bringt der Typ neben mich wie hier rum, Alter. Es ist die Rolle. Haten. Spaß. So, ja, er ist auf 109. Was für ein Scheiß. Ich wollte noch 140. 160 wäre das Maximum, was ich jetzt noch bringen würde. Und ja. Castle Cleary. Hermes. Wieder das. Habe ich schon gemacht. Die deutsche Aktie macht. Läuft. Ja.
Jo Leute, danke fürs Zuschauen. Darauf machen wir jetzt noch einen Talent-Roll. In der stillen Hoffnung, dass er zum Fünfer-Cricken kommt. Und ein Eiserschlag ins Gesicht. Fall verfickt. Lauter, ich hab's nicht gehört. Jo Leute, seht ihn euch einfach an. Bombe. Und hiermit verabschiede ich mich. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nicht, dann... ja, nicht mein Problem. Dann springe ich aus dem Fenster. Weil ich einfach nichts Besseres zu tun habe. Spaß. So, jo. Jo. Warte, bevor ich hier das Video beende. Evo, hier stand doch irgendwas mit Evolviere. Ja, evolviere 4 Helden. Ein Helden muss ich noch evolvieren. Jo, stimmt ab, welchen ich als nächstes evolvieren würde. Ich würde ein Angebot stellen jetzt. Kürbishexe. Dann Captain Steinhardt, also Weißbart. Beastmeister und natürlich meinen Anubis. Und mein PD. Ihr dürft entscheiden, unter diesen 5 Helden, wen ich evolvieren soll, weil, wie ihr seht, ich habe Ronin. Ich habe Droiden. Der Droide war meine erste Evo, also... und Rone meine zweite, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, Leute, ciao.